Und da sind wir bei Folge 12 des Eurotruck Simulator 2. Und bevor wir beginnen, noch eine kleine kurze Anmerkung. Irgendwie wollte die eigentliche Folge 12 nicht auf YouTube. Deswegen wäre dies jetzt Folge 13, aber dies ist jetzt Folge 12. Das ist jetzt Folge 12. Wir hatten eigentlich in der eigentlichen Folge 12 einen Dachbehälter geliefert. Digga 500. Vor allem Digga 500. Okay, was machen wir denn jetzt? Okay, fahren wir doch so einen Digga 500. Ich bin für Digga 500. Ich bin für ein Digga 500. Das war mal eine neue Fracht. Nö, wir sind da nie gefahren. Was ist Digga 500? Keine Ahnung. Wollen wir jetzt fahren? Können wir gucken, was ein Digga 500 ist? Geh mal drüber. Fahren. Lass einen Digger fahren, komm schon. Ein Digger. Komm. Ein Digger. Komm schon, das verläuft in 13. Hast du hier eine Münze? Ja, okay, warte. Ja, also die Folge 12, die eigentliche. Ja, das ist für euch eigentlich die eigentliche. Aber davor hatten wir auch eine Folge 12 gedreht. Das ist also unsere zweite Aufnahme insgesamt. Und. Entschuldigung, warte. Das Mikro. Ja, und ja, jetzt werfen wir die Münze, Zahl für Radlader und Kopf für Digger. Und ich schaue, dass du nicht schummelst. Es ist Kopf, wir fahren Digger 500. Ja. Ja. Wir sind heute gut drauf, weil das ist der Tag, an dem wir das letzte Test von Landwirtschaftssimulator 2013 aufgenommen haben. Mittlerweile dürfte es ein bisschen rum sein, wenn ihr diese Folge schaut. Ja, es ist wahrscheinlich genug. Wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, schaut es euch an. Unsere Empfehlung für euch. So, jetzt, schön. Ich bin heute auch ziemlich gesprächig. Ey, der ist voll dick, Mann, Digga. Ey, Digga, was sagst du denn dazu? Voll krass. Können wir nicht aussteigen. Aber warte, apropos, wir hören uns das hin. So. Das war ein Zitat von Marcel in einer Folge 7, oder? Folge 7, ja. Ist mittlerweile auch ein bisschen mehr. Wow, jetzt geh mal rein, sonst ist es ein bisschen zu laut. So. Ja. Hört sich ein bisschen an wie Landwirtschaftssimulator. Nein. Okay, ja. Wir können auch noch nicht sagen, ob es schon ein Let's Play von Landwirtschaftssimulator 2013 gibt. Deshalb können wir jetzt noch nicht darüber reden. Also derzeit können wir noch nicht darüber reden. Wenn die Folge hoch ist, könnte es sein, dass eins dass eins oben ist, ein Let's Play. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, es wird Februar sein. Wenn ihr diese Folge seht. Ich schätze es nur so grob. Bitte schreibt keine Hater-Kommentare, wenn es nicht stimmt. Was willst du mir als Hater-Kommentare? Ja, ich bin halt gegen Hater-Kommentare. Aber die wird man nie abschaffen können. Genau, das Thema Hater-Kommentare. Nein, ich habe ja selbst schon mal eins geschrieben. Bei einem Kanal, bei zwei Jungs, die du kennst, die singen. Die waren auf meiner alten Schule. Ja. Ich bin selber zum Hater geworden. Rückfällig geworden, sozusagen. Das ist so eine Sucht meistens, so Hatersucht. Da muss ich über mich selber lachen. Gut, dass wir keinen Spiegel haben. Also nicht, weil ich so hässlich aussehe, aber. Ja. Darf ich jetzt mal? Ja. Die sollten auch beheben, dass das Ding nicht mehr so schnell bremst, wie ihr es ja eben gerade gesehen habt. Ich dachte, der braucht noch ein bisschen Weg, um zu bremsen. Und deswegen habe ich schon 50 Meter vorher gebremst, aber das bremst sehr stark. Wenn ich jetzt bremsen würde, stände ich jetzt 10 Meter hinter dem. Siehst du, wie jetzt? Und dieser Abstand ist schon ein bisschen groß.
wenn der so schnell bremst, wenn ich jetzt so fahre, dann bremst du den direkt ab, das sollten sie erst beheben. Das war ein Wort. Ja. Wenn ihr ein paar Vorschläge habt, ist mir gerade so eingefallen, für Community-Aktionen, macht das mal bitte aus. Dankeschön. Und, das heißt einfach, ja, Community-Aktionen wie zum Beispiel, es muss jetzt kein Gewinnspiel sein, aber so die Wahl zum Video-Gucker des Jahres oder was weiß ich, oder mal ein Adventskalender einfach, wo wir Wörter verstecken oder was weiß ich, oder sehen, einfach was man mal mit der Community, also mit euch, machen könnte, auch vielleicht chatten in den Kommentaren, keine Ahnung, vielleicht ist es dazu noch ein bisschen zu früh, aber ja. Oder auf Facebook irgendwas, halt Community-Aktion. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare oder als E-Mail an dieterlp1998@gmail.com. Kann ich mittlerweile auswählen. Man kann auch auf Facebook miteinander chatten und mir fällt gerade auf, wir haben vergessen im Let's Test die ganzen Futures aufzulisten. Ich habe mir extra die Box-Version geholt, damit wir das da lesen können. Wir haben es nicht gemacht, voll der Fail. Ja, nein, ich glaube, es ist jetzt schon zu spät. Das Let's Play wird ja hoch oben sein schon. Wenn es ein Let's Play geben wird. Ja. Vielleicht werde ich die auch im Video irgendwie zum Ausdruck. Ja, genau, ich schreibe sie als Sprechblase ins Video. Oder nimm sie selber nochmal mit Kamera auf und tue es dann im Video abspielen lassen. Egal, ich lese einfach mal die Futures von Landwirtschaftssimulator 2013 schnell vor. Ich will euch damit jetzt nicht nerven. Komplett neue, frei erkundbare Spielwelt. Achso, den Text soll ich auch vorlesen. Ja. Der Landwirtschaftssimulator 2013 bietet Ihnen eine Fülle neuer Features und Erweiterungen. Im Karrieremodus spielen Sie die Rolle eines Landwirtes und erleben dabei den vielfältigen Alltag in der komplett neuen und frei begehbaren Spielwelt. Das neue Wirtschaftssystem mit variablen Kornpreisen erlaubt es Ihnen, strategischer Geld zu erwirtschaften, um in neue Gebäude, Fahrzeuge und Geräte zu investieren. Wählen Sie aus über 100 originalgetreuen Fahrzeugen und der Geräte von den renommierten Herstellern. Erstmals können Sie nur noch Kartoffeln und Rüben anbauen. Ja, das haben wir schon im Display gemerkt, ja. Entschuldigung. Und neben Kühen auch Hühner und Schafe halten. Oh Gott, das ist zu viel für mich. Features, komplett neue, freie, erkundbare Spielwelt. Wie auch schon in den Landwirtschaftssimulatoren davor. Über 100 Fahrzeuge und Geräte. Oh, das ist ziemlich viel. Mehr als 20 lizenzierte Marken, darunter namhafte Hersteller wie Kase IH, kenne ich jetzt nicht. Deutzfahr, Lamborghini. Oh, ein Ferrari können wir fahren. Ja, ein Lamborghini, kein Ferrari, aber. Ja. Same. Same. Porsche. Amazon. Und eBay hinein. Und vieles, viele mehr. 6 verschiedene Fruchtsorten: Weizen, Raps, Mais, Gerste, Zuckerrüben und Kartoffeln. Ist Kartoffeln eine Frucht? Ich bin mir nicht sicher. Karrieremodus mit Wirtschaftsteil und Viehzucht. Schön.